nehme jetzt mal eine Asti-Aufgabe raus. Nicht zum Fehlzylinder, sondern Astigmatismus der Augen. Dann nehme ich mir mal die zweite Aufgabe raus. Und bei der zweiten Aufgabe ist ein Astigmatismus gegeben und ich soll jetzt die Vollkorrektion darstellen. Und das geht folgendermaßen. Das ist nicht maßstabsgetreu, sonst würde es nicht aufs Blatt passen. Das heißt also, ich nehme hier ein Minusglas. Ich mache das immer ein bisschen schlanker an der Taille. Und dann hat das Minusglas zweimal ein F-Strich, weil ich ja zwei Scheitelbrechwerte habe. Und diese F-Strichs müssen genau da liegen, wo auch die Fernpunkte liegen. Und jetzt kann man die verschieden benennen. Hier steht tatsächlich, dass wir 1 und 2 die benennen sollen, beziehungsweise AR1 und AR2. Und wir wissen, die stärkere Brechung wird ja immer 1 genannt, deswegen ist das hier 1 und das ist 2. Also das, was näher am Auge ist, ist 1 und das, was weiter weg ist, ist 2. Dementsprechend ist hier auch F'1 und 2. Wenn ihr die Bezeichnung 1 und 2 nicht so gerne mögt, könnt ihr natürlich auch senkrecht und waagerecht schreiben. Hier steht das explizit so, aber senkrecht und waagerecht wäre auch in Ordnung. Also ihr seht ja hier, das ist ein Astigmatismus, Myopicus compositus rectus. Rectus sieht so aus, das hier ist F' senkrecht, das ist F' waagerecht. Da, wo er stärker fehlsichtig ist, ist er in senkrechter Richtung, also wir könnten es auch immer jeweils senkrecht und waagerecht nennen. Darüber kann man ein bisschen streiten, über diese Betitelung. Wenn man das Ganze, und das hier ist auch, ihr erinnert euch, statt senkrecht können wir das auch 1 und 2 nennen und dann passen die Dinge zusammen. Hier ist es jetzt gefordert mit 1 und 2, deswegen ist es natürlich schöner, man macht es so. Aber hier mache ich es mal ganz vollständig. Dann bemaßt man die Fernpunkte jeweils von hier und den Scheitelbrechwerte bzw. die Strecke zum Scheitelbrechwert. Das hier ist ja dann S'1. Das hier ist S'2. Muss ich immer vorher eigentlich ein bisschen Gedanken darüber machen, dass die sich nicht so blöd kreuzen hier, wie das jetzt bei mir der Fall ist. Und das wäre dann AR1 und AR2. Ich soll die Vollkorrektion hier nur darstellen und nicht berechnen, wenn ich das auch noch berechnen müsste, dann hätte ich zwei Scheitelbrechwerte und dann würde mir auch tatsächlich was fehlen, fällt mir gerade auf. Dann bräuchten wir ein E-Sternchen und wenn wir ein E-Sternchen hätten, könnten wir mit dem E-Sternchen Groß AR und damit Klein AR ausrechnen in der Formelsammlung. Lernfeld 7 könnte man das auch berechnen und dann müsste man das zweimal berechnen, AR senkrecht, AR waagerecht. Ich zeige es euch eben in der Formelsammlung. Das wäre dann diese Formel. Wir sollen das aber jetzt nur darstellen und das heißt, wir haben kein E-Sternchen, wir haben das frei gewählt, das E-Sternchen, und dementsprechend können wir das jetzt hier nicht ausrechnen. Ja, hier könnte ich noch ganz viel weitermachen zum Astigmatismus, wie zum Beispiel diese Tabelle und so weiter und so fort. Aber das existiert schon, deswegen habe ich mich jetzt auf diese Vollkorrektion beschränkt an diesem heutigen Tag. Ja, soweit, so gut. Wie immer hoffe ich, dass es euch nützt und hilft.